Zipzerisch ist ja, kommt ja aus Österreich, ist ja nicht weit von da und alle verstehen. Nicht? Verstehst du mich, wenn ich rede das so? Na und Karpatenflecken ist ein Theaterstück über drei Frauen, was sind von Wieschau. Die eine, die Greti, ist die, was ist die Älteste, die Großmutter, und dann ist sie die Tochter und ihre Enkelin und die reden, die erzählen ihre Kaskaner und erzählen die Kaska von Wieschau eigentlich und von Wieschau nicht nur, sondern auch von Europa erzählend. Also meine Erstsprache, meine Muttersprache, wie man sagen würde, ist Wieschau-Deutsch, Zipzerisch. Also das ist dieser seltsame Dialekt, den ich auch versuche in diesem Stück zu konservieren, der eben ausgehend aus der Bad Ischler-Gegend, aus dem Salzkammergut nach Siebenbürgen gewandert ist mit meinen Vorfahren, der sich dann dort konserviert hat und vermischt hat mit all den anderen Sprachen, die halt eben dort gesprochen wurden. Also dieser Dialekt ist quasi so der Teil, die Sprache, die ich mit meiner, mit dem mütterlichen Teil der Familie spreche. Mit meinem Vater, mit dem väterlichen Teil der Familie ist es Ungarisch. Und die Familiensprache, die sie alle sprechen, ist Rumänisch. Das Zipzerische ist ja dahingehend bemerkenswert, weil es ja quasi andere Wörter aus einer anderen Sprache nimmt und sie quasi verzipzerischt, so ungefähr, weil es zum Beispiel die Worte auch gar nicht gab in der Zeit. Zum Beispiel, ich nenne immer zum Beispiel den Kühlschrank, weil die Vorfahren eben, bevor es einen Eiskasten, bevor es einen Kühlschrank gab, ausgewandert sind und mussten sich halt dann bedienen an dem rumänischen Wort Frigider. So. Oder Tibuji ist zum Beispiel die Unterhose. Ist eigentlich ein ungarisches Wort. Und eben die Sprache, also Zipzerisch ist halt eben, das Schöne an der Sprache ist, dass ich jedes Wort nehmen kann und es in meinen Heimatdialekt verwandeln kann. Warum das Stück auch so mehrsprachig geworden ist, ist dem zu verdanken, dass ich eben dadurch, dass ich mehrsprachig aufgewachsen bin, auch jede Person einer bestimmten Sprache zugeordnet habe. Und somit konnte ich auch das gar nicht anders gefühlsmäßig schreiben, als quasi diese verschiedenen Figuren in ihren verschiedenen Sprachen zu lassen. Ausgehend von diesem ganzen Rechtsruck, der irgendwie seit 5 Jahren oder eigentlich seit mehreren Jahren irgendwie stattfindet, habe ich mal überlegt, was so das nächste Stück sein könnte oder wie ich das Ganze als Autor thematisieren kann. Und war dann eben an meinem Geburtsort, wo ich halt jedes Jahr halt bin, jeden Sommer bin. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich der Ausgangspunkt für ein Stück, für ein neues Stück, weil ich einfach so das Thema Nationalismus und Identität und einfach dieses ein Geschichtspanorama entwerfen wollte. Und das Ganze hat sich dann in einem familiären Rahmen ganz gut ergeben, dass eben dieses große Geschichtspanorama in einer Familiengeschichte verpackt erzählt wird. Ich versuche, die großen Konflikte zwischen verschiedenen Nationen auf den kleinsten Nenner zu bringen und einfach auch zu zeigen, dass in Mitteleuropa es ständig irgendwelche Fluchtbewegungen, Wanderungen immer schon gab und dass Familien unglaublich zusammengewürfelt sein können und auch sind aufgrund der Kriege, die wir auch hatten in dem Land und dass quasi niemand, also niemandes Familie ist irgendwie von einem Ort seit 2000 Jahren, was halt eben so der die Nationalismus-Idee und die Idee von irgendwelchen Nationen behaupten will, so nie existiert hat. Und das versuche ich eben durch dieses Stück irgendwie klarzumachen.